Am vergangenen Freitag wurde in Kainsdorf ein Band durchgeschnitten. Der Grund dafür war die Übergabe des Wohngebietes Residenz Panoramablick Kainsdorfer Höhe. Wie der Name es schon sagt, einen Panoramablick hat man oft sehr gut von einer Anhöhe aus. Bei einem heftigen Sturm kann das aber mitunter auch ein kleiner Nachteil sein. Ja, rennt die Schwarz auch, wenn es hier stürmt. Es schneit nicht. Es ist ein wunderschöner Tag. Es wird heute eine Straße feierlich übergeben, die dann am Ende zu wunderschönen 17 Bauplätzen führt. Wie kommt man dazu? Ja, also es ist eine längere Geschichte. Angefangen hat es mal im Jahr 2013. Da hat sich die Stadt Zwickau an meinen Bruder und mich gewandt mit der Frage, ob wir uns vorstellen könnten, hier einen Eigenheimstandort zu entwickeln. Und die Stadt hat eben dieses Flurstück hier in Flächennutzungsplan als Bauland ausgewiesen. Und wir haben uns dann an die Frau Poser gewandt, Ingenieurbüro Poser. Die hat einen Bebauungsplan praktisch entwickelt, der allen Interessen gerecht werden soll, also sowohl der Anwohner als auch dann den künftigen Häuslebauern, sage ich mal. Und natürlich ist auch die Natur mit berücksichtigt worden. Kommen wir dann vielleicht noch dazu, weil hier eine ganz innovative Rückhalteanlage gebaut worden ist. Die sieht man jetzt nicht mehr, aber die ist aus meiner Sicht so, dass also der Natur kein einziger Tropfen kostbaren Niederschlagwasser entzogen wird. Und das hat am Ende dazu geführt, dass hier jetzt wirklich 17 schöne Eigenheimstandorte entstanden sind. Wir wollen heute gemeinsam dann mit der Frau Baubürgermeisterin, die Straße heißt ja Kainsdorfer Höhe, ist auch ganz demokratisch von den Anwohnern hier über den Kainsdorfer Bode als Vorschlag eingebracht worden und dann so realisiert worden. Ja, wir freuen uns also, dass das jetzt hier ein Ende gefunden hat. 2013 haben die Planungen begonnen. Im Februar haben wir angefangen hier mit den Erschließungsarbeiten und sind jetzt mit zweimonatiger Verspätung durch Corona und so weiter, also trotzdem heute glücklich fertig geworden. Wie viele Interessenten konntet ihr bisher binden? Also wir haben aktuell 9 Grundstücke verkauft, 17 sind's. Das ist natürlich auch eine Forderung von der Bank gewesen, dass man im Vorfeld schon eine gewisse Planungssicherheit hat. Ich möchte nur so an der Stelle für die bei der Sparkasse Zwickau bedanken, die das Projekt ganz unkompliziert begleitet hat, ja, und auch erstmal die Möglichkeit geschaffen, dass man hier in Vorkasse gehen kann. Und wie gesagt, 9 Grundstücke sind verkauft, der Rest ist noch zu haben. Und wo wird er das finden, wer sich dafür interessiert? Also wenn man sich dafür interessiert, am besten an uns wenden als Bauern, Rendi und Daniel Schwarz. Jetzt sieht man ja manchmal so Eigenheimsiedlungen, wo es ziemlich bunt durcheinander geht, wo ich sage, hier ist kein System drin. Das wird hier anders werden. Ja, also man kann auch den Bebauungsplan ganz einfach googeln, indem man B-Plan 112 Stadt Zwickau eingibt bei Google. Da kommt er mit allen Planungen, weil da ist er auch vom Stadtrat in der Hinsicht so bestätigt worden. Und da findet man alle Informationen. Also das Ingenieurbüro Pose, die hat sich wirklich bemüht, hier für die Bauern so viel offen zu lassen wie nur möglich. Ne? Es ist keine Bauträgerbindung da, die Dachflächen können Spitzdach, Walm, Bungalow-Stil. Es ist alles möglich, ne? Es sind keine Farben vorgegeben. Es ist wirklich versucht worden, hier die persönliche Freiheit so breit wie möglich offen zu lassen, ja, dass jeder seinen Traum hier verwirklichen kann. Aber ihr habt das richtig gesagt, ihr denkt schon ein bisschen weiter, also ihr möchtet die Natur nicht so beeinflussen, sondern es soll sich harmonisch in das Gebiet hier einfügen. Genau, ne? Wir sind jetzt alle in einer Zeit, wo man doch das ein oder andere Mal mehr über die Umwelt nachdenkt. Und das ist halt eine Sache, die mir auch ganz wichtig war, dass, sagen wir, die Vorgabe war die gewesen, es durfte kein Oberflächenwasser in einen Kanal eingeleitet werden, weil der einfach zu gering dimensioniert war. Und jetzt gab es, im Prinzip gibt es ja dann nur zwei Möglichkeiten, entweder du machst ein riesen Regenrückhaltebecken, wo dann auch wieder eine gewisse Unfallgefahr da ist. Hier wohnen viele Kinder und ziehen auch ganz viele Familien mit kleinen Kindern her. Da hätte man wieder von der Verkehrssicherung her wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt. Und die andere Variante, die dann auch zusammen mit Wasserwerken Zwickau entwickelt worden ist, war eine sogenannte Versickerungsanlage über ein Rigolensystem. Das ist hier im unteren Bereich, jetzt unterirdisch, alles zu. Ne? Und da fließt eben das Wasser rein, da wurde ein Versickerungsgutachten gemacht, wird eingeleitet und wird ganz langsam jetzt im Prinzip hier auf der Wiese verbleiben. Der
Nachbarschaftsbauer, der wird das ja auch weiterhin hier ein bisschen mit bewirtschaften. Und also wir sind wirklich froh, dass hier jeder Tropfen da bleibt, weil wir haben es ja letztes Jahr, oder war das vor 2 Jahren, erlebt, als wir diese starke Trockenheit hier alle hatten. Also umso besser, jeder Tropfen, der da bleibt, ist, ne, an der richtigen Stelle. Vor dem offiziellen Akt baten wir noch Baubürgermeisterin Katrin Köhler zum Interview. Sie freute sich besonders über die Attraktivitätssteigerung des ländlich geprägten Stadtteils. Also wir haben ja in ganz verschiedenen Bereichen uns auch Anstrengungen unternommen, dass auch Kainsdorf, ein ländlicher Stadtteil, eine Aufwertung erfährt im Bereich des Turnerheims. Wir haben hier auch Straßen saniert und es war schon lange im Gespräch, dass wir hier in dem Bereich der Feldstraße auch an das bestehende Gebiet Kirchstraße noch ein Eigenheimgebiet bringen. Und ich weiß auch von den Investoren, die Nachfrage ist sehr hoch und wir können nun heute hier einen grünen Haken dran machen. Das haben wir geschafft, wieder ein Eigenheimgebiet in einem ländlich doch geprägten Stadtteil. Und es war eine gute Zusammenarbeit und wir sind hier auch fehlerfrei in dem Verfahren durchgekommen, auch mit unserer Unterstützung unseres Stadtrates. Mit dem Zerschneiden des Bandes war der kurze, aber stürmische Festakt dann beendet. Ja, Achtung! So, kann losgehen. Juhu!